Rahmen seiner Bundesländertour machte FPÖ-Spitzenkandidat Heinz-Christian Strache dieser Tage auch in Kärnten Halt. Den Beginn markierte ein Besuch auf der Klagenfurter Herbstmesse. Der Heinz-Christian Strache ist als Parteiobmann natürlich auf seiner Fairness-Tour durch Österreich unterwegs und es ehrt mich als Landesparteiobmann der FPÖ Kärnten, dass mein Chef und Bundesparteiobmann und Spitzenkandidat für die Nationalratswahl der FPÖ heute den Weg nach Kärnten gefunden hat, um mit unseren Bürgern einen tollen Tag zu erleben und zu sehen, wie bodenständig, wie heimatverbunden die Kärntnerinnen und Kärntner sind. Ja, zum einen ist es schön, bei der Kärntner Herbstmesse zu sein. Es sind ja 600 Aussteller hier und ja, wir schauen jetzt hier herum. Viele nette Gespräche mit den Kärntnerinnen und Kärntnern. Und wir werden heute einige Termine, Medientermine haben. Und das ist immer wieder schön, in Kärnten zu sein. Ich sage, da spürt man eine bodenständige Kraft und eine Heimatliebe, wie man es sich nur wünschen kann. Im Anschluss an die Herbstmesse ging es nach St. Veit, wo ein Betriebsbesuch bei der Firma Signum Siebdruck am Programm stand. Die im Wahlprogramm geforderte Fairness müsse auch den Unternehmern zuteil werden, so der FPÖ-Spitzenkandidat. Also zum einen sind wir froh, dass wir heute hier einen Betriebsbesuch machen dürfen bei der Firma Signum. Und das ist einer der großen europäischen Marktführer im Bereich des Drucks. Und ja, natürlich, wir haben ein klares Konzept. Wir wollen Fairness, Freiheit, aber auch Fortschritt sicherstellen. Das heißt, runter bei der Einkommensteuer, im ersten Schritt eine Kosthalbierung für Unternehmer, die ihre Gewinne wieder in den Betrieb investieren und am Ende sogar eine Steuerbefreiung. Und natürlich die Lohnnebenkosten runter. Also da ist in vielen Bereichen eine Notwendigkeit gegeben, dass alle Leistungsträger, und zwar Arbeiter, Angestellte und Unternehmer, die arbeiten endlich auch mehr netto am Geldbörsel haben als bisher. Den Abschluss des Kärntentages bildete der offizielle Wahlkampfauftakt in der Schleppe-Event-Arena in Klagenfurt, wo die mehr als 800 Gäste auf den bevorstehenden Wahlkampf eingestimmt wurden. Ich glaube, die Kärntner Bevölkerung weiß, wenn sie Veränderung will und wenn sie wieder eine Vertretung, eine starke Vertretung in Wien haben will, dann gibt es keine Alternative zur Freiheitlichen Partei. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass alle anderen Vertreter aus Kärnten von anderen Parteien Kärnten vergessen haben, wie sie über die Back gefahren sind. Und wir sind der Garant, dass wir die Kärntner Interessen auch in Wien vertreten werden. Also wir haben eine tolle Mannschaft hier, wir haben einen neuen Landesobmann mit Gernot Dahmann, der das Herz am richtigen Fleck hat. Wir haben ein tolles Team und der Erwin Angerer, Spitzenkandidat für die Nationalratswahl, ich meine, der ist ja schon ein Profi, der war ja jetzt 5 Jahre auch im Parlament und hat die Interessen Kärntens in Wien exzellent vertreten. Also das sind gute Kärntner Vertreter, ja, der Kärntner Interessen. Aber es wird ja nicht nur der Erwin Angerer sein, es wird ja viele freiheitliche Parlamentarier aus Kärnten geben. Und das ist wichtig, denn ich sage, die Kärntner Interessen, die müssen in Wien gehört werden, damit das zentralistische Wien ja, ein bisschen föderaler wird. Wie föderal die Bundeshauptstadt in weiterer Folge wird, das wird sich wohl spätestens am 15. Oktober zeigen.